Ein Astronaut aus den USA und zwei Kosmonauten aus Russland haben die internationale Raumstation erreicht. Sie waren in einer Soyuz vom russischen Weltraumzentrum Baikonur gestartet. Der Flug dauerte nur etwas mehr als 3 Stunden. Insgesamt sind damit zurzeit 12 Astronauten und Kosmonauten auf der ISS. Trotz der politischen Spannungen arbeiten die USA und Russland in der Raumfahrt weiter zusammen.